Herzlich willkommen zu Heimat, Land, Thüringen, dem Parlamentskanal der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag. Regelmäßig informieren wir Sie hier über die Politik in Thüringen und das, was aktuell ist. Und heute erwartet Sie Folgendes. Abgestimmt. Thüringens Landeshaushalt steht fest. Geplatzt. Für Erfurts größten Drogenprozess findet sich kein Gerichtssaal. Besucht. Ein Tag mit dem Abgeordneten Stefan Schardt. Der Politikwechsel ist eingeläutet. Der Landeshaushalt 2022 steht. Erstmals seit 7 Jahren konnten die Ausgaben des Landes zurückgefahren werden. Demzufolge stehen Thüringen im laufenden Jahr 11,9 Milliarden Euro zur Verfügung. Etwa 80 Millionen Euro weniger als noch im Vorjahr. Zugleich konnte die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag zusätzlich 130 Millionen Euro für unsere Kommunen herausholen. Und hier unsere Haushaltserfolge im Überblick. Marode Straßen, leere Vereinshäuser oder auch nur neue Fenster für das örtliche Rathaus. Gerade in den kleinen Orten unserer Heimat fehlt es oft genug am Geld. Das kleine Dörferprogramm der CDU will hier Abhilfe schaffen. 30 Millionen Euro hat die Union im Haushalt herausverhandelt. Damit werden besonders unsere Kommunen mit weniger als 500 Einwohnern unterstützt. Doch auch die größeren Orte und Städte Thüringens profitieren. Nach hart geführten Haushaltsverhandlungen steht fest, rund 100 Millionen Euro an zusätzlichen Geldern stehen den Kreisen und Kommunen allein in diesem Jahr zur Verfügung. Egal, wo du in Thüringen lebst, ob in der Stadt oder im ländlichen Raum, ob im kleinen Dorf oder der kleinen Stadt, du sollst die gleichen Chancen haben. Und lange Jahre hat Rot-Rot-Grün bei den Dörfern gespart, die Kommunen mit wenigen Investitionen kaputt gemacht. Und wir wollten das ändern. Weiterhin ist es gelungen, 4 Millionen Euro zur Förderung von Dorfläden in den Haushalt hineinzuverhandeln. So ein kleiner Laden ist schließlich nicht nur Nahversorger, sondern immer auch ein sozialer Treffpunkt im Ort. Und auch beim klimagerechten Umbau und der Wiederaufforstung unserer Wälder unterstützen wir private und kommunale Eigentümer mit 10 Millionen Euro. Das, was für uns zentral war, dass wir auf ein modernes Thüringen setzen. Wir setzen darauf, dass wir mit einer modernen sozialen Infrastruktur auch in den kleinen Orten unterwegs sind. Dafür zum Beispiel auch die 24-Stunden-Läden. Oder wir haben deutlich gemacht, dass man auch das Ehrenamt stärken muss. Die Vereine, die Sportvereine, die jetzt auch besonders unter Corona gelitten haben. Ehrenamt ist in Thüringen ganz stark. Besonders hart war das Ringen mit Rot-Rot-Grün bei der Familienförderung. Hier hat die Union in den Haushaltsverhandlungen den Kinderbaulandbonus durchgesetzt. Bauwillige Familien erhalten somit einen Zuschuss vom Land von 2.500 Euro je Kind. Das war im vergangenen Jahr schon mal verabredet, wurde dann vom Land aber nicht umgesetzt. Bei mir im Studio ist jetzt der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Thüringer Landtag, Volker Emde. Herzlich willkommen. Hallo. Im Haushaltsausschuss werden die Anträge beraten, die grundsätzlich am Ende den gesamten Haushalt ausmachen. Volker, wie war denn die Atmosphäre bei den Haushaltsverhandlungen? Ja, wir haben ja insgesamt 8 Sitzungen gehabt und es war sehr konstruktiv und sachbezogen. Allerdings die erste Sitzung mit den Fraktionsvorsitzenden war durchaus emotional. Musste ich eine Auszeit nehmen als Schiedsrichter, die Gemüter abkühlen. Nein, aber insgesamt war es eine sehr sachorientierte Arbeit im Ausschuss. Kann die CDU denn nach den Verhandlungen jetzt zufrieden sein und vor allem warum? Naja, nach den Verhandlungen ist vor den Verhandlungen. Wir können insofern zufrieden sein, als wir dem Haushalt insofern unseren Stempel aufgedrückt haben, dass gespart wird. Es wird weniger Geld ausgegeben. Wir haben an einigen Stellen für die Kommunen, für die Vereine zum Beispiel, aber trotzdem noch Geld rausgeholt. Nur wir werden den nächsten Haushalt jetzt vorbereiten müssen. Ja. Und insofern Zufriedenheit wäre dann kein guter Ratgeber. Jetzt ist schon das Sparen angesprochen worden. Das ist uns ja immer wichtig, auch im Sinne der Generationengerechtigkeit. An welchen Stellen wurde denn gespart und vor allem nach welchen Kriterien? Ja, die CDU selbst hatte einen Einsparvorschlag ganz konkret von 100 Millionen Euro in die Verhandlungen mit Rot-Rot-Grün eingebracht. Das wurde von denen vom Tisch gewischt. Und wir haben uns ja insgesamt dann auf eine globale Minderausgabe geeinigt. Das heißt, die Finanzministerin sammelt jetzt das Geld ein. Und da müssen wir im Prozess dann schauen, dass es auch an den richtigen Stellen einsammelt. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass in den letzten 3 Jahren immer fast 0,5 Milliarde an Geld übrig war, jedes Jahr. Und insofern ist es
keine Unmöglichkeit, 330 Millionen Euro weniger auszugeben. Erstmals hat die CDU-Fraktion ja den Haushalt auch davon abhängig gemacht, dass einem umfangreichen Forderungspapier zugestimmt wird. Warum sind wir diesen Weg gegangen? Naja, Haushalt ist ja in Zahlen gegossene Politik. Und natürlich muss man dann auch entsprechend inhaltliche Forderungen stellen, wie so ein Haushalt umgesetzt werden soll. Und da war uns eben wichtig, die Zukunftsfähigkeit nicht nur durch sparsames Wirtschaften herzustellen, sondern eben auch durch solche Fragen, wie entwickle ich die Krankenhauslandschaft? Wie entwickelt sich die Pflege in Thüringen? Wie kann man die kleinen Dörfer auf dem flachen Land besser unterstützen? Wie kann man die Freiwilligen im Land besser unterstützen? Wie geht es weiter mit der Entwicklung des Personals im Landesdienst? Und solche Fragen sind eben wichtig, neben den nackten Zahlen. Und gespannt sind wir alle. Vielen Dank. Landtagsabgeordnete sind Kümmerer. Sie vertreten die Bürger ihres Wahlkreises in Erfurt und spezialisieren sich zudem auf Themen. Heimatland Thüringen stellt jeweils an dieser Stelle die Abgeordneten der CDU-Fraktion und ihren Arbeitsalltag vor. Heute ist das Stefan Schad. Er ist Sprecher für Justiz, Migration und Verbraucherschutz und zudem Vorsitzender des Verfassungsausschusses. Aber vor allem ist er auch Ansprechpartner für die Anliegen der Bürger in seinem Nordthüringer Wahlkreis. Ich bin Stefan Schad, Abgeordneter für den westlichen Kyffhäuserkreis und ich setze mich leidenschaftlich gern für meine Heimat Thüringen und natürlich auch für meinen Wahlkreis ein. Wenigstens einen Tag in der Woche hat Stefan Schad für Termine in seinem Wahlkreis reserviert. So wie heute auf dem Landgut in Wassertal leben. Hier hat sich die Familie von Nils Bernhard Albers eine Schafzucht mit rund 1000 Muttertieren aufgebaut. 365 Tage Arbeit im Jahr, knappe Margen und die Konkurrenz sitzt in Osteuropa oder Neuseeland. Ohne Fördermittel ist die deutsche Landwirtschaft schon lange nicht mehr wettbewerbsfähig. Was läuft gut? Wie ginge es noch besser? Für den Abgeordneten Schad sind Informationen aus erster Hand wichtig. Wir wollen in Erfurt Politik machen für die Leute. Und das bedeutet, dass man die Probleme und das Leben der Menschen kennen muss. Und dafür bin ich gerne unterwegs, gerne vor Ort unterwegs. Und das macht mir großen Spaß und man lernt unwahrscheinlich viel im Gespräch mit den Leuten dazu. Das gilt auch für den nächsten Termin, das Schloss Sondershausen. Nachdem die Union in der vergangenen Legislatur Bundesmittel für die Sanierung von Thüringer Schlössern besorgt hat, laufen auch in Sondershausen die Vorbereitungen für erste Arbeiten. Der Bergbau unter dem Schloss hat dem historischen Komplex arg zugesetzt. Dessen Erhalt ist Schad schon seit langem ein persönliches Anliegen. Das Schloss spiegelt unwahrscheinlich viel wider. Historie, Identifikation. Ich bin selbst im Vorstand, war früher lange Vorsitzender des Förderkreises Schloss und Museum. Und wir versuchen natürlich auch, unsere kulturelle Identität zu bewahren, zu fördern. Erfolg ist für Stefan Schad dabei kein Selbstläufer. Die Arbeit im Wahlkreis sei für ihn das Fundament für die richtigen politischen Entscheidungen in Erfurt. Die wegen Raumnot geplatzten Prozesse am Erfurter Landgericht haben ein Nachspiel im Thüringer Landtag. Die CDU-Fraktion hat dieses Thema zum Thema der Aktuellen Stunde gemacht. Zuvor war Minister Adams im Justizausschuss eine Woche vorher wichtigen Fragen ausgewichen. Nach Medienberichten konnten Prozesse gegen ein hochkriminelles Drogennetzwerk sowie gegen eine Gruppe von Thüringer Rechtsextremisten nicht stattfinden, weil keine ausreichend großen Räume für die Verfahren unter Corona-Bedingungen zur Verfügung standen. An stümperhafter Organisation und fehlenden Räumen dürften Prozesse nicht scheitern, fordert der justizpolitische Sprecher der Unionsfraktion Stefan Schad. Parallel zur parlamentarischen Aufklärung hat sich die CDU-Fraktion deshalb auch in den Haushaltsverhandlungen mit Rot-Rot-Grün für eine Linderung des Raumproblems eingesetzt. 500.000 Euro sollen dazu eingesetzt werden, dass die Raumengpässe am Erfurter Landgericht beseitigt werden. Und jetzt Thüringen in Kürze. Die CDU-Landtagsfraktion schlägt eine bundesweite Anpassung der Pendlerpauschale an die Höhe der Benzinpreise vor. Zudem solle zur Entlastung der Bürger die EEG-Umlage bei den Energiekosten sofort abgeschafft werden. Strom, Wärme und Mobilität müssen für alle Thüringer bezahlbar bleiben, so CDU-Fraktionschef Mario Vogt. Nach dem Willen von Rot-Rot-Grün sollen demnächst die Kommunen über neue Windräder auf ihrem Gebiet entscheiden können. So sieht es das Landesentwicklungsprogramm vor.
Nach Auffassung der CDU-Fraktion wäre damit dem Wildwuchs von Windkraftanlagen im Land Tor und Tür geöffnet. Die CDU-Landtagsfraktion fordert die Bundesregierung auf, die Impfpflicht für medizinisches Fachpersonal auszusetzen. Die Einrichtungen könnten auf ungeimpfte Mitarbeiter schlicht nicht verzichten, so der CDU-Abgeordnete Christian Herrgott. Die Gesundheitsämter sind mit dieser Aufgabe zudem überlastet. Damit verabschieden wir uns für diesen Monat. Aber bleiben Sie bitte noch dran. Die CDU-Fraktion hat eine digitale Zeitung herausgegeben. Im Abspann finden Sie auch die E-Mail-Adresse, über die Sie diese Zeitung bestellen können und informiert bleiben. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.